Also oben Ryoma Superman war klar. Und ein Stampfi mit Violet gegen Timmy. Mit Joker. Ah, oh, oh. In der Mitte. Hm? Ryoma gegen Superman. Oh, und schon mal eine reingeknallt. Oh, oh, da kriegt er hart eine zurück. Oh, leider kommt da Iri. Schade. Das war schon ein guter Anfang. Guter Anfang. Joker beim Red Bar. Gegen Violet. Er hat seine zweite Fähigkeit natürlich noch nicht. Das war's für ihn. Das könnte ja, wehtun. Das war's, das war's. Erste Fähigkeit von Stampfi nochmal ready. Nein, hat er nicht. Violet Schuss. Der müsste jetzt in den Tower. Ja, ja. Aber auch dann könnte ihn Violet treffen. Ja. Erste Fähigkeit von Violet. Zu viel Durchschlag, zu weit, zu krass. Aber nice try. Aber er, na, immerhin wollte er den Red Buff klauen. Kann man auch sagen, selbst tun. Wäre noch jemand aus seinem Team mitgekommen, hätte es geklappt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ah, Ryoma. Ah, hat er Superman gesehen? Hat er nicht. Gut getroffen. Erste Fähigkeit. Rausgeblinkt. Okay. Teleport vor der Wind. Zill jungelt fleißig. Eri jungelt fleißig. Zill ist deutlich langsamer. Ja. Mal kurz das Gold abchecken, wir werden noch nicht viel sehen. Nee, nicht großer Unterschied. Nö. Violet hat am meisten Gold bis jetzt wegen Kittel. Oben Ryoma muss schon zurückgehen. Basel sollte auch mal langsam zurück. Oh, das ist der Tanky Tank, der schafft das. Er hat irgendwie keine Angst, kommt mir vor. Oder hat noch die Lane rausgepusht und geht dann zurück? Nein, doch nicht. Er gönnt sich noch einen Jungle Minion. Lecker. Nee. Nein, doch nicht. Er geht zurück. Er geht zurück. Er hat es eingesehen. Ich gehe heim. Chocner ist ganz schön low. Unten, ja, unten. Action 3 auf der Lane. Timmy ist sehr weit zurückgegangen. Wäre ich noch nicht. Du bist der Tankmann. Bleib doch da. Ein drittes Leben. Joker hat zum Glück seine zweite Fähigkeit. Schützt ihn aber gegen Ziel nicht. Level 4. Ja, er braucht es dringend endlich. Oh, noch immer nicht. Aber gleich jetzt bei den Minion. Kein Vogel. Gruschel, gruschel, gruschel. Was machst du, Rapid? Gott, war knapp. War das knapp für Ryoma? Hm? Aber Service auch nicht gerade gut. Aber dafür ist Airi da. Und der behaltet seine Passive ready. Er fliegt, 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 fliegt. Und jetzt rein und tot. Nein, daneben. Er hat daneben geschlagen. Oh, und ganz knapp den Tower überlebt. Meine Fresse. Ich würde, glaube ich, sogar. Ich würde es wagen, mit Illumina die Ulti einzusetzen. Hat es leider nicht ready. Ah. Ah, Erik gönnt sich Ryoma. Ja, jetzt war die Ulti. Ja, er hat sie getroffen. Tschüss bei Sabius. Sehr schön, sehr schön. Gut gemacht, unser Cupcake. Und Joker, kacken, frech, klaut er das Minion neben Barrett. Hat er nicht bekommen. Ja, ja, wunderschön, wunderschön. Wunderschön. Das Problem nur mit Timmy ist, du hast keine Möglichkeit, Chopner zu stunnen. Nee, nee. Dadurch nicht halt sein, das Stun ist so gut wie unnötig. Ja. Aber ich hatte ich letztens kurz mal vergessen, irgendein Rangspiel war das, glaube ich. Ich war ganz mutig bei Chaukner, ganz vorne, bin neben ihm gestanden quasi. Setz mal eine Ulti von Telanas auf ihn und denke mir, ups. Und ich war schon tot. Die Ulti bringt einfach mal gar nichts. Man kann ja mit Fane die Ulti von Telanas dodgen. Ja. So. Okay, das sah nur gefährlich aus. Airi geht zurück, sehr schön. Was ist jetzt mit dem Abgrunddrachen? Zählt nicht viel Leben, geht aber kackenfrech darüber, will sich Joker anscheinend gönnen. Oder wartet einfach, bis jemand zum Blue Buff kommt. Was hat er vor? Er steht mitten in drei Gegnern drin. Sehr schön ausgewichen. Zähl, was hast du vor? Oh Gott, die Action. Immer auf der Botlane geht die Action ab. Schöne Ulti. Aber reicht nicht für Joker. Ja, aber reicht nicht. Und Violet! Hat er sich noch gegönnt, bevor er stirbt. Joker geht zurück. Ja, guter Plan. Mitte hat aber Tool gerade. Kann ein bisschen pushen, bringt aber nicht viel, weil da kommt der Dick Cupcake schon wieder. Mit der Stöckelschuh-Dame.
Die geht so lustig, so. Sempi, guten Tag. Stepflo, hey. Ja, wahrscheinlich machen wir schon noch ein Turnier. Mach immer keine Abkontrache. Ziel haut auf. Es sollte endlich mal gehen. Superman kommt schon. Ah, daneben! So viel dazu bei Cyrus kann alles. Voll daneben, voll. Das war ganz schön knapp. Ah, Ryoma, schön gemacht mit der ersten Fähigkeit. Ah, zweiten. Aber Superman hat es in dem Matchup schwer. Ja. Mina kann es dann, Ryoma kann es dann. Violet wird Frostcape bauen und Stunt dann auch. Ja. Joker Stunt. Oh, Joker schon wieder fast down. Ständig müssen sie auf der Botlane zurückgehen. Ständig. Auf der Duo-Lane. Meieieiei. Ja, das Violet den Goldfeld-First Kill hat. Oh ja, das spürt man's ja. Die erste Fähigkeit ist so zu krass. Zu krass. Violet 2,4k. Ja, Joker 1,9. Ja, das ist ein Unterschied. Am meisten Gold hat aber Illumina. Ja, von allen hat Illumina am meisten Gold. Jetzt ganz knapp Airi auch gleich viel. Krass. Na, Thun geht auch ständig von der Midlane weg. Oder zurück. Sie wissen nicht so recht. Oben schön Ryoma den Turm geholt. Ja, das war's für Zocki. Leider. Joker greift den Abgrunddrachen an. Doch nicht. Geht zurück. Sie wissen nicht so recht, was sie tun sollen. Joker knallt eine Rakete rein. Ja, sehr schön. Ulti, was ist Joker Ulti? Hat er nicht ready? Oh weh. Timmy hat sich wieder belebt mit Ulti. Oh, knapp. Schade. Hätte schön sein können von den Lumina. Der geht auch drauf. Ja. Was macht da Iri da noch? Superman von hinten, fliegt aber nicht. Oh, sehr schön, Ryoma. Aber Stampfi. Ah, Illumina. Ah, dieser scheiß Superman, ne? Wenn er einmal Ulti hat, kannst du nichts machen. Ja. Leute. Aber ja, wie wir wissen, Buffs und Nerfs ist nicht so die Stärke von Arena-Feller. Geh zurück, ja. Die werden auch Superman niemals schlechter machen. Nein, nicht viel. Man, sie haben ihn ja genervt, ne? Die Ulti ein bisschen, merkt man. Aber ja. Bis jetzt hat noch nichts irgendwie Auswirkungen gehabt. Er ist ein PC-Held, das macht ihn schon mal immun gegen zu schlecht machen. Ja. Wollt doch Geld verdienen. Aber zum Beispiel Joker finde ich jetzt nicht übertrieben OP. Wenn man ihn gut kann, ist er richtig stark. Ja, aber nicht übertrieben, sondern weil er ist trotzdem stärker und die ist free to play. Also von dem her, da hätten sie es ja noch irgendwie hinbekommen. Auch bei Batman ist auch, er wird auch mit der Zeit wenigstens schwächer im Spiel. Auch wenn er am Anfang natürlich hart reinrasieren kann. Aber die sind alle nicht so übertrieben wie Wonder Woman und Superman. Und solche Helden, die früher OP waren, wie zum Beispiel Murat, haben sie jetzt auch relativ gut aus der Meta gebracht. Ja. Der wird kaum noch gepickt. Ja, ohne Buffs und Nerfs. Sehr gut, ja. Wow, das war Damage gerade von Superman. Eieieiei. Und er holt sich. Oh, knapp, Ryoma wollte sich nachholen. Rächt sich das? Ne, er kommt locker weg. Das ist ja das, der Superman. Er kommt halt immer weg. Und so Tank hier noch dazu, das Problem. Wenn man Superman wenigstens auf Schaden spielen müsste, aber muss man ja alles überhaupt nicht. Genauso wie bei Wonder Woman und bei Max wahrscheinlich auch. Hm? Bei allen Junglern spielst du alle auf Tanky. Ist auch genauso nervig. Ja. Es gibt doch keinen Jungler mehr, den du auf Schaden spielst. Außer vielleicht Ziel. Wollte gerade sagen, Ziel. Und Wukong. Krieg Kong. Hat schon jemals mal versucht, jemand Wukong auf Tank zu spielen? Ich glaube nicht. Ob das funktioniert? Klappt nicht. Du könntest sogar in der Theorie Violet auf Tank spielen, das wird funktionieren. Ja, die erste Wege, der reicht schon. Da knallt die ganze zu hart rein. Oh, Mairi. Level 11 schon. Ah, geht aber zurück. Wer hat am meisten Gold ist eigentlich? Airi. Nein, Ryoma. Ryoma. Oh, in der Mitte. Ziel. Eieiei. Das war zu viel Damage. Da ist Ryoma. Ja, Ryoma könnte sich. Ja, könnte sich und kann sich. Jetzt noch Airi. Ja, sehr schön gemacht. Ja, die Cupcake. Und das könnte. Ah, nee, das ist Superman. Das frage ich eigentlich. Ja. Aber der Timmy, hat er die Ulti ready gehabt? Ja, hat er. Ah, oh, schöne Ulti von Joker. Müsste nur mehr deine Rocket noch einsetzen. Er rennt mir zu viel rum. Joker ist out of Mana. Ah, ja, stimmt. Oh, die Rakete müsste doch reichen. Ja, sag ich doch. Ja, und jetzt was? Hätte er früher machen müssen. Jetzt ist es zu spät. Jetzt geh weg. Jetzt kann er nur
Bei Joker muss man halt immer aufhören anzugreifen und die Passive, die benötigt man einfach. Jetzt hat er gerade die Passive erst wieder, seine Pistole. Die ist halt echt wichtig. Mit Joker zum Beispiel töte ich immer die Minions mit der ersten Fähigkeit nur und spare mir die Passive nämlich auf. Die ist so wichtig und so stark. Joker ist ganz einfach. Rakete, Passive, Ulti und jeder Nicht-Tank ist sofort da. Ja, oft reicht auch schon die Passive plus die erste Fähigkeit. Lustigerweise. Er ist halt ein Burst-Held und das ist halt echt stark dazu. Aber meine anderen hast mit dem neuen Bild funktioniert auch super. Rasiert auch alles weg. Oh, 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 oh. Viele Skins hat. Hm? Violet hat so viele Skins übrig. Oh ja. Ich habe zwar alle von denen, aber zum Beispiel so ein Held wie Fane, der auch oft gespielt wird und saugut ist, hat nur den Skin, den keiner hat. Ja, stimmt, stimmt. Wäre auch schade. Bei vielen Helden. Da würden sie sogar mehr Geld machen als mit neuen Helden. Also wir wissen, warum sie nicht mehr Skins machen. Oder als mit neuen Skins. Hm? Oder als wenn du jetzt noch einen Violet-Skin rausbringst, kriegst du weniger Geld mehr, als ob du noch einen neuen Fan-Skin rausbringst. Zum Beispiel, ja, das muss dann schon ausgeglichen sein, ja. Ich bin auch gespannt, nachdem jetzt ja plötzlich ja Chaukner, also Stampfi, den Ranked-Skin bekommen hat, ob als nächstes jetzt als erster dran ist oder nicht. Hoffentlich nicht. Oh, zocki zock! Oh Gott, der stimmt auch mal, oder? Haben die. Die Passive! Die Passive von Thulen einfach weggepustelt, oder? Ja, aber es hat noch Joker bekommen. Ah ja, gesehen, ja. Sehr schön gemacht, Ryoma! Sehr schön gemacht! Ryoma ist auch so krass stark. Wenn man ihn kann, natürlich, wie immer. Frostmantel, sehr schön. Der knallt schon schön rein, ja. 4 Kills schon mal auf Ryoma. Jetzt noch Muramasa. Am meisten Geld hat er jetzt auch, ja. Und danach kommt irgendwann mal Superman. Und Illumina noch immer so weit vor mit Gold, krass. Hat er die Solo Lane natürlich die ganze Zeit für sich? Also die Midlane ist ja auch Solo Lane. Superman kommt. Wie viel Damage macht er? Wo geht er eigentlich? War jetzt nicht so viel. Ryoma! Ryoma! Oh nein, er ist abwesend. Nein, jetzt lebt er wieder. Oh Gott. Wahrscheinlich kurz Leck oder. Ja, ja, ja. Hab ich auch ständig. Aber krass, dass Illumina gerade zweimal. Sehr schön. Dass Illumina gerade 2 Laserstrahlen von Superman überlebt hat, wundert mich wirklich. Gott, was ist da los? Zocki zock! Nicht so hart, try hard, nicht so try hard. Du gehst auf jeden Fall drauf sonst. Ja, 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 ist der mutig. Sehr schöne Ulti von Illumina, hat mehrere getroffen. Aber Team Blau kriegt gerade momentan deutlich mehr Gold. Ja, also ich muss gerade aufpassen. Also ich bin auf jeden Fall Superman, sehr schön. Aber Tigeradler, ey, das ist doch ein futzliches Leben. Oh, 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 Timmy, hat Timmy Ulti ready? Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Das war viel zu aggressiv mit Timmy gespielt, wenn er die Ulti nicht ready hat. Und jetzt auch noch Thulen. Locker, Ryoma, erste Fähigkeit, zweite Fähigkeit. Oh, die Ulti daneben, schade. Das war's. Aber erwischt, ja. Oh Gott, die Blaue zieht gerade so hart durch. Ganz oben rechts den Knopf drückst und dann auf das zweite, dann kannst du die kompletten Statistiken sehen. Hm? Ah, schau mal. Okay, okay. Ah, ah. Oh, lustig. Hey, nice. Ja, Team Blau ist gerade sehr hart im Vorteil. Hey, das sieht lustig aus. Nice. Naja, so viel dazu, ne? Team Rot hat das bessere Team. Es kommt immer darauf an, wie gut man zusammenspielt, wie man sich auf den Mitspieler verlassen kann. Ziel ist Smurf. Ja, sag ich doch, habe ich zuvor schon gesagt. Es muss ein Smurf sein. Ist nicht, weil er es irgendwie super kann, sondern das hat man schon gesehen am Rang. Ist meistens so. Bei Bronze ist, also Silber ist zum Beispiel fast jeder. Mindestens. Ryoma. Was wollen die? Was wollen die? Was wollen die? Wissen sie selber nicht? Okay. Superman verfolgen finde ich immer so sinnlos. Funktioniert sowieso nicht. Aber 14 Minuten jetzt, da könnte langsam der erste schlechter gemacht werden. Schon lange? Schon mal 5 Minuten? Aber sie sind alle ein bisschen zögerlich. Wenn sie noch Joker rausnehmen, dann können sie das eigentlich machen. Ja, vergiss Superman nicht, ne? Der da reinfliegt in ins komplette Team, das tut schon weh. Er kommt da von hinten bei Sarah, sehr schön. Kriegst du jetzt Ziel raus, wenigstens? Ja. Oh, der Damage. Da kommt noch mehr raus. Ja. Allein die erste Fähigkeit, was die Damage macht beim Superman, das ist so dumm. Er kommt. Ja, natürlich kommt er. Der kann 5 Leute reinspringen, 2 rausnehmen und... Richtig, und wieder weg.
Besser als Murat. Besser als Murat. Ich glaube nicht, dass Murat so getötet hätte. Mir kommt es in letzter Zeit so vor, dass Murat halt relativ wenig Schaden macht. Also im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einem Superman. Oh, Zocki, roll weg. Es ist ein Tank-Meter mittlerweile und da macht Murat ja wenig Schaden. Ja. Sehr schön gegönnt noch, Zocki. Zocki, super rausgeholt nach den Toolen. Da musst du echt aufpassen. Oh Gott. Ah, Iri, die holt dich, oder? Nein, daneben geworfen. Ja, ist weg. Und der Ryoma könnte jetzt noch Joker bekommen. Ja, nein. Ah, beides schwierig. Timmy steht auf Kahn der Base. Sehr schön, Illumina mit zwei Fähigkeiten getroffen, der Ulti, der Joker fast down. Ey, man unterschätzt Illumina so hart. Ja, das Team hat auch gerade das Problem, dass Timmy auf Kahn ist. Nee, gar nicht. Nein. Der stand gerade für eine Minute in der Base rum. Jetzt sehe ich einen Base. Joker! Rennt wieder. Ja, was ich oft glaube, ist, dass die im Shop einfach sind auch. Problem Nummer 1, das Team Rot hat eine Rolle von Violet in der Turm ist down. Mhm. Ja, der Mitter ist ein bisschen gefährdet. Und nur ein bisschen. Abgrund dran gemacht nebenbei noch. Okay, kann man machen. Ich hätte trotzdem eher den schlechter gemacht, schon Abgrund dran. Team Rot geht Richtung schlechter. Sie checken schon mal ab, weil sie haben sich das gleiche gedacht wie ich. Warum machen Team die keinen schlechter? Oh. Das wird jetzt ein Teamfight. Wer geht rein? Wer geht wohin? Okay, sie wollen kämpfen. Team Rot will kämpfen. Ja, und Team Blau eigentlich nicht. So wie Team Blau eigentlich nicht. Aber jetzt müssen sie. Oh, Stampfi von hinten. Das könnte wehtun, ja. Ja, erste Fähigkeit, zweite Fähigkeit, doppelt einsetzen. Das hat schön noch die Ulti drauf, Gegner gestunt. Und das war's. Airi, was mit Airi? Ja, kriegen sie auch noch sehr schön. Jetzt würde ich das schlechter machen. Einfach so. Genau. Oder Turm ist eh weg in der Mitte. Einfach durch. Ja, es leben halt noch drei Gegner, sag ich, ne? Das sind zwei Tanks sozusagen. Ah, sie wissen selber nicht. Okay, sie machen zu dritt, das Schlechter sehe ich gerade sehr schön. In der Mitte beschäftigt, oh, das ist perfekt gemacht. Drei nur zum Schlechter und zwei ja, beschäftigen die Gegner in der Mitte. Das war's mit Zill. Ja, leider, erst zu weit rein. Aber die Idee war super auf jeden Fall. Die Gegner abzulenken in der Mitte. Ah, Stampfi! Ein Stampfi stirbt nicht, bitte, ne? Ein Stampfi stirbt nicht, vergesst das niemals, Leute. Da waren gute Teammates noch rechtzeitig. Es ist Stampfi. Es ist Stampfi. Das war Violet da. Will sie ein bisschen Base beschießen? Ja, will sie. Aber war jetzt nicht so die geile Idee. Geh lieber weg, ja. Ja. Illumina gönnt sich den Blue Buff. Dauert dadurch 3 Jahre, wenn sie keine Fähigkeiten einsetzen kann. Oh, besser als von hinten schon wieder. Oh, sehr schön gemacht, Ryoma. Kurz gestunt. Und damit hat sie die Fähigkeit wieder abgebrochen. Guck dir mal die Items von Chogner an. Und Chogner? Oh, der ist ziemlich weit, ja. Jetzt hat er 3 Items. Er ist halt der Supporter. Ja klar, mit 7000 Gold nur 3 Items, keine Schuhe. Das hat er eben alles verkauft. Ja. Jetzt hat er die andere Schuhe, ja. Er hat ein bisschen umgebaut. Das kostet ihm aber Gold. Oh, ist das low. Guck dir mal Airi an. Ja. Turm weg, sehr schön. War aber klar, dass der Turm fällt. Die Violet-Rollen sind einfach zu krass. Aber es sieht immer alles so leicht aus. Violet finde ich jetzt gar nicht so leicht zu spielen, dass man mit den Rollen trifft, meine ich. Ne? Das geht schon. Ah, das ist eine Übungssache. Sah leicht aus. Es sieht auch bei Ratz immer leicht aus, wenn er so rumjumpt. Ist nicht so einfach. Iri, kommt ihr doch weg? Atul! Ah, ist auch down. Jetzt rasiert Team Blau. Jetzt reicht's. Ja. Na, sie wollen doch noch alle Gegner töten. Sie wollen noch demütigen. Das sieht echt nach Tee mit dem Kanal. Superman auch noch? Superman wird dann wiederbelebt. Superman nicht mehr bekommen. Schade. Sarius, Superman, Bild tut weh. Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Warum? Das ist auch nicht gut. Rangbrecher, Frostmantel, Gaias und Ruhm der Ahnen und Rott. Ich weiß nicht, was das Beste wäre. Auf den ersten Blick sieht es nicht so schlecht aus. Rangbrecher sehe ich sehr oft auf. Superman. Ja, aber Odins Wille halt. Das vorletzte, ja. Ryoma OP. Ryoma hat nur rasiert. Anstatt Odins Wille ist Blutrot das Banner. Auf jeden Fall meist den Schaden. Gebt euch das. Hat Illumina gemacht.
Am meisten Schaden an Helden hat Illumina durchgezogen. Die Ulti ist schon krass. Vor allem, wenn die Gegner nicht bedenken, dass sie nicht auf einem Häufchen stehen sollten. Illumina Ulti, zack, mehrfach Treffer, GG.